Wenn es auch vorsintflutlich aussehen mag, aber wir haben hier tatsächlich eine Gleichstrommaschine. Die kann ich einerseits zum Erzeugen, in Anführungsstrichen, elektrische Energie nutzen, aber ich kann sie auch als Motor missbrauchen. Und zwar kommt es jetzt hier auf ein paar kleine Details an. Wir haben hier oben einen Magneten, einen Dauermagneten, der wird hier halb kreisförmig herumgeführt. Hier unten einen Dauermagneten, auch halb kreisförmig herumgeführt. Und hier, was sich dreht, ist der sogenannte Anker. Der Anker hat was Besonderes. Das sind Spulen. Ich möchte jetzt allerdings hier nichts aufdrieseln. Hier haben wir Papier. Hier sieht man ein paar Drähte laufen. Und diese Drähte sind angeschlossen. Dieser grüne Draht, da sieht man es, am sogenannten, hier ist er, Kommutator. Das ist ein Polwender. Polwender, der ist hier unterbrochen. Das sind zwei Schleifringe. Hier haben wir auch Schleifringe. Die brauchen wir aber für was anderes. Möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Und dann haben wir hier unterbrochene Schleifringe. Und je nachdem, welche der Schleifringe gerade an diesen Kohlekontakten, das sind tatsächlich Kohlestifte, die hier links und rechts reingehen, welcher da gerade vorbeikommt, bestimmt, wie rum der Strom in dem Anker fließt. Das war sehr dumm. Wie rum der Strom in dem Anker fließt. Warum? Müssen hier folgendes Prinzip beachten. Und zwar, wenn ich hier Strom durchfließen lasse, erzeugt dieser Anker praktisch auch ein Magnetfeld, welches sich entweder von dem oberen oder von dem unteren, je nachdem, wo es gerade, wie es rum es fließt, abstößt, beziehungsweise auf der anderen Seite angezogen wird. Wenn ich einen bestimmten Punkt erreicht habe, dann muss ich den Strom wenden, damit nämlich das, was vorher abgestoßen wird, dann angezogen wird. Und dieses Polwenden hier an dieser Stelle, das sieht man in Form kleiner Blitze. Ich schalte mal ein. Und ich hoffe, man sieht es auch auf dem Bild. Man hört es auf jeden Fall, dieses reibende Geräusch, was immer unterbrochen wird. Das liegt daran, dass eben gerade diese Polwendestelle da vorbeikommt. So, okay. Ich könnte das, wie gesagt, auch umgekehrt nutzen. Jetzt wirkt das Ding als Generator. Das können wir dann mal machen. Ich halte aber erstmal das Video an.